Hallo und herzlich willkommen zu meinem Homöopathie-Podcast. Mein Name ist Marvin Zander und ich freue mich darauf, dir diese alternative Heilmethode näherbringen zu dürfen. Ich werde dir die Hintergründe und Grundlagen leicht verständlich erklären, von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und dir ermöglichen, alle Bereiche dieser ganzheitlich wirkenden Therapie kennenzulernen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Jetzt haben wir die große Ehre und Freude, die Initiatorin der Interviewreihe zu begrüßen, Dr. Susanne Schnittger. Die hat mit mir ja schon einen Podcast gemacht, den haben die anderen vielleicht schon gehört. Und jetzt stellt sie sich sogar noch im Live-Interview mit Video, obwohl du bist es ja schon gewöhnt, gell, von United to Heal. Ja, ja. Ja, jetzt ja schon. Da habe ich sie ja auch kennengelernt und der Kontakt ist seither rege. Und wir haben zusammen dieses Projekt lanciert und wie ich heute schon durch die Blume erfahren habe, sogar mit recht großem Erfolg. Euer Online-Kurs, den wir beim ersten Mal angeteasert haben, der findet wohl statt. Auf jeden Fall. Und ist gut gebucht, das ist fantastisch. Genau, das war immer die Idee vom Podcast und von meinem Engagement, wirklich für die Homöopathie eine Plattform zu bieten, wo Leute sich präsentieren können mit ihren Projekten, mit ihren Herzangelegenheiten. Das hat man wirklich von all den Dozenten gehört, fand ich. Da ist bei allen die Begeisterung und die Liebe zur Homöopathie so doll zu spüren gewesen. Und das macht mir einfach Freude. Und wenn dann so Projekte auch noch glücken, euer Sprung in die Online-Welt, also da habe ich wirklich großes Lob an euch, sich mutig vor der Kamera zu stellen und zu reden, ist ja nicht immer so einfach. Gewöhnungsbedürftig für die meisten, ja. Genau. Aber sie haben es alle ganz toll gemacht und offensichtlich ja mit gutem Erfolg. Für die, die dich aber noch nicht kennen, wir sind ja schon ein bisschen warm geschwätzt, stell dich doch gerne mal vor für die Leute, denen du neu bist. Ja, also ich heiße Susanne Schnittger und ich bin von der Ausbildung her Biologin, habe mich dann spezialisiert auf das Gebiet Fachhumangenetik und das habe ich wirklich 30 Jahre mit Erfolg betrieben. Also ich habe eine klassische wissenschaftliche Karriere hinter mir. Ich habe viel geforscht, viel publiziert und eben auch sehr viel Diagnostik gemacht. Also humangenetische Diagnostik. Genau, und ich bin zur Homöopathie gekommen, eigentlich schon in den 90er Jahren, weil einfach eine Doktorandin von mir, von der wusste ich, dass sie nebenbei eine Homöopathieausbildung machte, und mir ging es dann eine Weile nicht so gut und dann sagte sie zu mir, geh doch mal zum Homöopathen. Und ich wusste damals wirklich absolut nichts davon. Ich habe mich auch überhaupt nicht informiert. Ich bin hingegangen und er hat mich auch erfolgreich therapieren können. Und erst später habe ich so ein bisschen mich damit beschäftigt. Ich habe mir so überlegt, was ist das überhaupt und wie funktioniert das? Und dann habe ich eigentlich gar nicht mehr dran geglaubt. Also dann habe ich also wirklich in meiner wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Denke habe ich gedacht, was ein Quatsch. Und das war ja Humbug. Und trotzdem habe ich es dann, einfach weil ich ein super neugieriger Mensch bin, das ist so Wissenschaftlern eigen, habe ich es doch immer wieder versucht, habe es auch mit meinen Kindern, ich habe drei Töchter, habe sie immer wieder homöopathisch begleiten lassen und habe gedacht, das gibt es doch nicht, kann doch nicht sein. Und sodass ich dann irgendwann gemerkt habe, egal, ich verstehe es zwar nicht, aber es hilft. Und habe dann tatsächlich, wann war denn das? Ich glaube 97, 98 eine Ausbildung gemacht, eine homöopathische, so in Abendschule sozusagen. Es hat mich wahnsinnig gefesselt. Aber da ich damals eben für den Familienunterhalt zuständig war, habe ich mich nicht getraut, mich damit selbstständig zu machen, sondern ich habe dann weiter wissenschaftlich gearbeitet und erst vor jetzt 5 Jahren kam es dann nochmal, dass ich dachte, das muss ich einfach nochmal vertiefen, da muss ich einfach nochmal ran an die Sache. Habe dann Gauting gefunden, bin da wirklich, habe die Ausbildung selbst in Gauting nochmal gemacht, weil es hat mich einfach wahnsinnig gepackt. Und 2017 habe ich dann meine Praxis eröffnet, was ich auch wirklich mit Leidenschaft betreibe. Und trotzdem bin ich natürlich nach wie vor Wissenschaftlerin, aus Herzblut und ich glaube einfach, dass die Homöopathie noch ganz viel Wissenschaft vertragen kann. Oh, das ist super. Und da trittst du wahrscheinlich auch viele offene Türen ein. Also zumindest meine Tür hast du damals eingetreten und bin immer noch voll begeistert davon.
Und genau darüber sprechen wir auch heute, dass die Videos, die vorher gelaufen sind, haben wir die Schule schon beschrieben. Da gehen wir jetzt nicht nochmal im Detail drauf ein. Da können die Zuhörer sich die alten Videos dann noch angucken. Aber dein Herzthema fließt natürlich mit ein in die Schule. Auf jeden Fall. Wie hat das die Akademie bereichert, kann man ja fast, also ich würde es so nennen, bereichert. Ja, also natürlich haben die Kollegen das auch dankbar angenommen, dass ich einfach dann mich da engagiert habe und gesagt habe, Mensch, lass uns da doch ein bisschen was machen. Ich habe dann im Herbst vor 2 Jahren, also ziemlich genau 2 Jahre her, habe ich einen Arbeitskreis gegründet, einfach weil es mein Interesse ist, den Kollegen die Wissenschaft ein bisschen näher zu bringen. Also in dem Arbeitskreis arbeiten wir so ein bisschen damit. Wie liest man so eine wissenschaftliche Publikation? Wie ist sie aufgebaut? Wie bewerte ich das? Was ist vielleicht an dieser Studie gut? Was ist nicht so gut? Und das ist mir vor allem deshalb ein großes Anliegen, weil ich finde, im Moment wird man so viel angegriffen, dass man einfach auch gute Argumente hat. Dass man nicht denkt, so wie von außen immer behauptet wird, es gibt ja überhaupt keine Wissenschaft zur Homöopathie. Das wird dann einfach so gesagt und tatsächlich gibt es im Kollegenkreis Menschen, die denken, es gibt tatsächlich nichts, weil es halt immer so gesagt wird. Und dann bin ich so ein bisschen auf die Suche gegangen, habe Literaturrecherche gemacht und es gibt ja zum Teil auch schon Datenbanken. Und dann habe ich gedacht, Mensch, so wenig ist es doch gar nicht. Und wir gehen so die Dinge durch. Das sind verschiedene Thematiken. Und das macht ganz, ganz viel Spaß. Und ich merke auch, dass viele Kollegen da begeisterungsfähig sind und das sehr, sehr gerne mögen. Natürlich gibt es auch Kollegen, die sagen, wir brauchen ja überhaupt keine Wissenschaft. Wir wissen ja, dass es funktioniert. Das ist im Prinzip auch mein inneres Bild, dass ich denke, ich weiß, wofür ich es mache. Ich bin davon überzeugt, dass es klappt. Und für mein tägliches Leben in der Praxis bräuchte ich jetzt keine Wissenschaft. Ja. Aber ich bin halt super neugierig. Ich möchte halt viel, viel mehr wissen. Ja. Und ich denke, dass es uns einfach auch gut tut. Mhm. Ja, wenn man vernünftig argumentieren kann und wenn man vielleicht langfristig auch versucht, einfach noch mehr Studien zu machen, damit die Homöopathie im Gesundheitssystem einfach wieder fest Fuß fassen kann. Ja. Oder mal richtig, genau. So wie es sein sollte. Ja. Genau, damit die Schüler von Anfang an in der Weise auch ein Angebot haben, haben wir gesagt, okay, wir bieten das jetzt auch im Unterricht an und zwar jetzt gleich im Einsteigermodul. Mhm. Also wir haben ja wirklich so ein, wirklich nur über 5 Monate, das ist ja keine richtige Ausbildung, das ist ja gedacht, um einfach, damit die Studenten, die Dozenten kennenlernen, damit sie so ihre ersten 12 Mittel bekommen und innerhalb dieses Angebotes kriegen sie eben auch schon ein bisschen Wissenschaft verpasst, sage ich mal. Und ich hoffe einfach, dass es viele interessiert. Man wird nicht immer alle packen können, denke ich, aber es ist ja immer so, es ist ein Angebot da und daraus sucht sich jeder das aus, was für ihn geeignet ist. Genau, ja. So dass wir dann von Anfang an, und das haben wir in den letzten beiden Klassen eben auch schon gemacht, also die letzten vollständigen Ausbildungen, die jetzt gelaufen sind, die hatten einen Tag Wissenschaftsunterricht, wo wir dann wirklich, oder wo ich so vorgestellt habe, wie hat sich das Ganze so entwickelt, wie ist es zu diesem wissenschaftlichen Weltbild gekommen, warum denken Menschen so, wie sie denken, warum ist die Medizin, steht sie da, wo sie jetzt steht, und welche Art von Forschung gibt es überhaupt und was ist in der Homöopathie gemacht? Einfach nur alles an so kleinen Beispielen. Mhm. Ja, ein paar Beispiele zu Zellkultursystemen, ein paar Beispiele zu Tierversuchen, zu Zellkulturversuchen. Dann wird vorgestellt, wie so klinische Studien aufgebaut sind. Was gibt es für Studien? Es gibt die einfachen, ich sag mal, Case Reports, also die Fallbeschreibung, was dann so stufenweise aufgebaut ist über größere Studien und an der Spitze sind dann ja die Meta-Analysen, die wirklich richtig groß sind. Was gibt es, was man kann man machen? Und zum Schluss gibt es dann ja noch,
wie könnte das Ganze denn funktionieren? Mhm. Bei dem schwebt ja ein ganz großes Fragezeichen. Das erste sind die Fragen, funktioniert es überhaupt ja oder nein? Und wenn ja, wie funktioniert es? Was könnten das für Mechanismen sein? Ja. Ja, und da gibt es ja verschiedene Theorien, mit denen gearbeitet wird, von denen natürlich noch nichts bewiesen ist. Aber da gucken wir einfach mal so, schnuppern wir so ein bisschen rein, machen wir so ein ganz kleines bisschen Quantentheorie, so wirklich nur zum Reinschnuppern, ein bisschen Nanotechnologie und ein bisschen, sprechen wir über so das Gedächtnis des Wassers, was ist da bisher so gearbeitet worden. Und das ist eigentlich ganz gut angekommen, haben viele Schüler wirklich extrem interessiert mitgearbeitet und sind teilweise jetzt auch im Arbeitskreis mit. Ja, sehr interessant. Ja, das hätte ich auch gerne in der Ausbildung gehabt, weil ich bin ja da so ein bisschen blauäugig dann bei Twitter vermöbelt worden die ersten Wochen, wo ich mit meinem Podcast gestartet bin und man mir dann erzählt hat, dass es keinen einzigen wissenschaftlichen Nachweis gibt und ich erstmal überrascht war, als ich dachte, ach ja, ist das so? Ich wusste gar nicht. Also ich kenne ja eine Studie, die in Notwil durchgeführt wird, also es kann schon mal nicht stimmen. Ja. Und dann kamen da gerade also gefühlte 40, 50 Leute, die auf mich dass das eine schlechte Studie wäre und den Gründen. Und ich habe ganz viele neue Wörter gelernt innerhalb von sehr kurzer Zeit, was ich alles bis dahin nicht wusste. Und bin jetzt froh, mir das ein bisschen selber erarbeitet zu haben, dass ich da durchsteige. Aber ich denke, es wäre für einen Homöopathen oder einen Heilpraktiker wirklich eine wichtige, so wie wir eben ja auch gelernt haben, Medizinberichte zu lesen, ne? Dass ich ein EKG lese und weiß, was da drauf ist. Ne? Das habe ich ja auch gelernt. Aber diesen wissenschaftlichen Teil, der kommt wirklich viel, also den haben wir null, ne? Zero. Und ich finde, man muss da auch vernünftig und realistisch mit umgehen. Es nützt nichts, wenn eine Publikation einen super Titel hat. Und wenn man sie dann liest, merkt man, da sind wahnsinnige Schwächen. Die taugt eigentlich nichts. Und das ist eben auch etwas, was mir am Herzen liegt, dass man auch weiß, welche Studien darf ich zitieren? Wo ist wirklich, wo gibt es Hand und Fuß? Welche sind wirklich gute Studien? Und welche sind einfach schlecht, dass man die vielleicht nicht gerade als Beispiel anbringt, weil dann wird es natürlich gleich wieder zerrissen. Die Studie ist zu klein, da ist das nicht vernünftig gelaufen. Und da gibt es eigentlich Regeln und so, dass man das mit der Zeit so ein bisschen rauskriegt. Was muss auch drinstehen? Man kann nicht einfach Daten behaupten und dann aber die Rohdaten nicht zur Verfügung stellen. Ja. Das ist schlecht. Also wenn man wirklich wissenschaftlich anerkannt sein möchte, dann muss man eben auch nach der Kunst oder nach den Regeln der Kunst vorgehen. Ja, genau. Ja, das finde ich super. Also es ist, glaube ich, wirklich eine Riesenbereicherung, da einen Überblick zu haben, gerade auch nachher in der Kommunikation untereinander. Wenn man mit den Leuten dann ins Gespräch kommen will und eben so die einzelnen Fachtermini gar nicht weiß, dann merkt man, was soll ich mit dem jetzt darüber reden? Ja, genau, da wird dann immer von den, was weiß ich, randomisiert kontrollierten oder placebo-kontrollierten Studien, wer weiß denn schon, was das ist? Wir gehen solche Sachen einfach auch durch. Ja, und super. Mittlerweile ruckzuck geht einem das in Fleisch und Blut über. Ja. Da kann ich mir gut vorstellen, dass dann auch Nachfragen kommen. Ich habe da die Studie gelesen, was meinst du dazu und so weiter? Ehrlich gesagt, das würde ich mir wünschen, soweit sehen wir noch gar nicht. Okay, gut. Also, dann komme ich mal als Student bei dir in die Vorlesung und dann hast du die Fragen. Ja, also im Moment gebe ich eigentlich noch ich suche sie meistens raus, die Studien, und gebe sie vor. Und es ist bisher selten so gewesen, dass jemand selbst was vorgeschlagen hat. Aber ich denke, das wird in Zukunft so weitergehen. Also es sind ja alle noch so ein bisschen in der Einarbeitungsphase. Mhm. Es hat keiner einen wissenschaftlichen Werdegang auf dem Gebiet hinter sich. Ne, aber ich merke schon, dass alle immer fitter werden und deshalb denke ich einfach auch, wäre das so die nächste Stufe. Ja. Willst du vielleicht noch auf ein paar Beispiele eingehen, dass es noch ein bisschen konkreter wird für die Zuhörer? Ich kann ein paar Beispiele sagen oder ein paar Studien, die mir super, super gut gefallen. Und zwar, vielleicht fange ich mit der aktuellsten an. Also die ist letztes Jahr erschienen. Das ist jetzt nicht die aktuellste, aber mein aktuellstes Beispiel. Ja. Da geht es um Schlaflosigkeit.
Und da ist wirklich, das ist tatsächlich dann so eine sogenannte randomisierte, placebo-kontrollierte Studie. Vielleicht kann ich das mal ganz kurz erklären. Placebo-kontrolliert heißt ja immer, es bekommen nicht alle das Medikament, sondern manche bekommen ein Placebo, also etwas, wo nichts drin ist. Ja. Und randomisiert heißt, oder sogar doppelt verblindet war die. Doppelt verblindet heißt, sowohl der Patient als auch der Arzt wissen nicht, was sie geben. Mhm. Und randomisiert, keiner entscheidet, ob der Patient das Placebo bekommt oder das Medikament, sondern das wird computergestützt einfach per Zufallsprinzip bestimmt, wer das Placebo und wer das richtige Medikament oder das, man nennt das auch Verum, ja, wer das Verum bekommt. Und in dieser Studie haben alle Patienten eine homöopathische Anamnese bekommen. Mhm. Ja, die bekamen ihr Gespräch und dann bekamen sie entweder normales, individualisiertes homöopathisches Mittel, also wurde wirklich auch individualisiert gearbeitet, und die anderen bekamen Placebo. Und da ist eben rausgekommen, dass die Homöopathie in Bezug auf Schlafqualität wahnsinnig viel gebracht hat. Also es gab 6 Kriterien, Schlafdauer, wie oft wach geworden, Erholsamkeit des Schlafes, alles Mögliche. Und ich glaube, in 4 Punkten war die Homöopathie signifikant dem Placebo überlegen. Mhm. Solche Studien finde ich einfach gut, weil erstens hat da keiner was dran rumzukritisieren gehabt. Ja, oft werden die Studien dann ja gleich zerrissen von irgendwelchen anderen Autoren, aber die war wirklich vom Aufbau her valide und hat eben signifikant, also auch statistisch signifikant, das war alles vernünftig ausgerechnet, ein super Ergebnis gebracht. Das ist eine schöne Studie. Dann gibt es eine andere schöne Studie. Da geht es um Fluoxetin. Das ist ja ein Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer, der bei Depressionen gegeben wird. Und da wurden postmenopausale Frauen mit Depressionen entsprechend homöopathisch oder mit Placebo behandelt. Und da kam zu diesem Faktor Placebo kontrolliert und doppelt verblindet und randomisiert, kam noch der Faktor Double Dummy dazu. Mhm. Und das war so, dass es 3 Gruppen gab. Alle haben ein Medikament und Homöopathie bekommen. Das heißt, die erste Gruppe hat ein homöopathisches Mittel und einen Fluoxetin-Dummy bekommen, also ein echten Medikament Placebo. Die nächste Gruppe hat ein homöopathisches Placebo bekommen, aber echtes Fluoxetin. Und die dritte Gruppe hat beides Placebo bekommen. Und damit konnte man auch super rechnen und hat herausgefunden, dass das homöopathische Mittel nicht nur dem Placebo überlegen war, sondern sogar dem Fluoxetin. Mhm. Die Homöopathie hat in dieser Studie besser gewirkt als das pharmakologische Präparat. Ja. Finde ich auch super und das darf man nicht einfach so stehen lassen, finde ich. Ich finde, da muss man einfach drauf aufbauen, damit man aus einer relativ kleinen Studie, ich glaube, das waren ungefähr 60 Patienten, dass man da einfach die Zahl vergrößert, um noch mehr Power reinzukriegen. Mhm. Ja, super. Das fehlt mir immer so ein bisschen bei den Studien, die vorliegen. In anderen Fachbereichen in der Medizin ist es immer so, eine Arbeitsgruppe gibt was vor, die haben ein bestimmtes Ergebnis erzielt und dann gibt es ganz, ganz viele Gruppen, die auf ähnlichen Gebieten arbeiten, die das dann nachkochen. Mhm. Und das ist eben wichtig, dass das durch andere verifiziert wird. Ja, genau. Und das ist weil es immer auch so ist, dann wird zweimal was bewiesen. Und dann ist das Fakt. Ja, dann wird ein Medikament zugelassen, weil es ist in 2 Studien als wirksam rausgekommen. Und wenn danach noch 15 Studien kommen, die zeigen, dass das Medikament doch eigentlich gar nichts wirkt, dann ist es nicht mehr, also oftmals fragt dann keiner mehr danach. Okay, ja. Und das ist auch in der konventionellen Medizin so.
dass nicht immer alle einig sind und nicht immer alle Studiengruppen für das gleiche Medikament das gleiche rausbekommen. Das ist oft sehr heterogen. Da greift halt das Individualitätsgesetz der Homöopathie recht massiv ein, offensichtlich. Ja, das ist tatsächlich so. Und es gibt wirklich, ich habe einen ganz tollen Vortrag gehört, ich kann den nicht mehr so 100% reproduzieren, das ist 2-3 Jahre her. Es war von einem, ich glaube, es war ein Schwede. Und das war kein Mediziner, sondern der war von einer Organisation, die Studien validieren. Und der hat homöopathische Studien ausgewertet im Vergleich zu konventionellen Studien und hat festgestellt, dass es überall große Lücken gibt. Ja, überall gibt es gute Studien, schlechte Studien. Aber wenn man das vergleicht, ist es gleichwertig. Mhm. Ja, es gibt nicht mehr valide Studien in der konventionellen Medizin. Das denken immer alle, ist aber nicht so. Ja. Nur einfach insgesamt mehr. Es gibt wahnsinnig, ich habe es ehrlich gesagt vorher noch mal nachgeguckt, weil ich mal echte Zahlen haben wollte. Ich habe einmal Leukämie eingegeben, einfach nur in eine medizinische Datenbank Leukämie. Da gab es 330.000 Publikationen. Mhm. Dann habe ich Kardiologie eingegeben, da gab es ungefähr das Gleiche. Und zu den verschiedenen Fachbereichen habe ich immer 5- bis 6-stellige Zahlen gefunden. Und zum Thema Homöopathie habe ich 5.000 gefunden. Das ist natürlich nicht nichts. Das ist ja schon mal ein Wort. Ja, kann man genau. Selbst wenn man die Hälfte jetzt rausschmeißt, weil sie vielleicht nicht so klasse sind, bleiben immer noch möglicherweise 2.500 oder wie auch immer, die gut sind. Und darauf muss man einfach aufbauen. Ja. Da müsste es viel, viel mehr Möglichkeiten geben, viel mehr Forschungsgruppen, die da Interesse dran haben und die auch das nötige Kleingeld dafür haben, die eben bestimmte Studien aufnehmen und das nochmal anhand von größeren Zahlen oder die Fragestellungen nochmal so ein bisschen verfeinern. Das wäre schon gut und wichtig für uns. Hast du denn die Studie aus Notwi gelesen mit den Paraplegikern und den Harnwegssymptomen? Sonst schicke ich die dir nachher noch. Nee, die ist ja so gut rausgekommen, dass sie anschließend ein Ambulatorium eingerichtet haben, was seit 5 Jahren da arbeitet, wo Homöopathen in dieser Privatklinik, die sehr berühmt ist schweizweit, so ein privates Paraplegikerzentrum, die Häufigkeiten von Harnwegsinfekten, das ist ja so eine Risikogruppe für Harnwegsinfekten, weil die sich ständig katheterisieren müssen, für Harnwegsinfekte und die haben die massiv gesenkt im Jahr. Die Anzahl, teilweise haben sie gar nicht mehr, aber viel, viel weniger als vorher. Und da ist einfach der praktische Nutzen, nach so vielen Jahren, dass die wissen, wie es läuft. Und jetzt sehen sie mit Homöopathie, das ist ja einfach eine praktische Sache, dass das auf nahezu alle dann Verbesserungen gibt in der Häufigkeit mindestens mal oder in der Intensität nachher. Die Studie kannst du vielleicht dann auch nochmal lesen. Und ja, super. Ja, würde mich freuen, wenn du es mir schickst. Ja. Ja, es gibt wirklich viele, vielversprechende und ermutigende Studien und es kann ja kein Zufall sein. Ja, und wenn ich verantwortlicher wäre bei den gesetzlichen Krankenversicherungen oder wie auch immer, würde ich wirklich versuchen, dem nachzugehen und da Geld reinzustecken, weil ich glaube, dass sich das nach hinten raus extrem auszahlt. Ja. Weil die pharmakologischen Substanzen sind ja oft extrem teuer. Ja. Und es ist eben auch sehr nachhaltig und ökonomisch, Homöopathie. Ja, in jeder Beziehung, umweltfreundlich, günstig, ohne Nebenwirkungen. Also es spricht eigentlich alles dafür. Ja. Ist darauf, dass es nicht ganz so einfach ist, immer das richtige Mittel zu finden. Das ist so mein persönlicher Krux mit der Homöopathie. Gerade heute hatten wir auch wieder einige Fälle zusammen angeschaut, mein Chef und ich. Und da merke ich immer wieder, da gibt's einfach auch noch Potenzial, also nicht nur nach außen hin, den Ruf wieder mindestens herzustellen, sondern auch intern die Qualität zu sichern. Und dafür seid ihr dann mit der Akademie zuständig, diese Qualitätssicherung auch zu gewährleisten durch eine gute Ausbildung, erstmal Grundausbildung. Ne? Genau, das ist das A und O, denke ich, dass man wirklich erstens verschiedene Angebote hat, so wie das bei uns auch ist, dass man seine Richtung auch findet, mit der man selber am besten arbeiten kann. Bei mir ist die Richtung egal, Hauptsache man kommt zum richtigen Ergebnis. Ja, genau. Und das kann jeder so machen, wie es für ihn gut ist. Und trotzdem gibt es natürlich innerhalb der Richtung bestimmte Vorgehensweisen.
Ja, und da muss man einfach wissen, wie man sich dran hält. Ja. Hast du eine Lieblingsvorgehensweise in der Praxis? Es ist schon mehr traditionell. Ich würde gerne mit der Empfindungsmethode mehr arbeiten, aber das ist natürlich die höchste Kunst. Ja, das klingt einem natürlich auch nicht bei jedem. Ja, genau. Ja. Ja, super. Vielen Dank für den Einblick. Hast du noch was, was wir besprechen dürfen zu dem Thema? Weil du das gerade gesagt hast, man findet nicht immer die richtigen Mittel. Es gibt noch eine Studie, also es gibt ja viele Studien, die ist mir nur gerade zu dem Thema eingefallen. Das ist von dem Professor Frey, der eben ADHS-Kinder homöopathisch behandelt hat. Die ist schon von 2005, also auch nicht besonders neu. Ich glaube, 80 Kinder waren es, die auch individualisiert homöopathisch behandelt worden sind. Auch da Placebo, also die Kinder, die mit Placebo behandelt wurden und die das Mittel bekommen haben. Und da hat er ein Crossover eingebaut. Das heißt, er hat, wenn das Mittel gut gewirkt hat, hat es irgendwann abgesetzt und durch Placebo ersetzt. Und dann hat man tatsächlich auch gesehen, das Placebo hat es eben nicht getan, sondern es musste dann wieder das Mittel sein. Und in der Studie waren auch im Durchschnitt 4 unterschiedliche Mittel gegeben worden. Ja, das heißt also, natürlich findet man nicht immer gleich das richtige Mittel, aber manchmal braucht man auch mehrere Mittel, um Erfolg zu haben. Ja. Es gibt nicht immer nur eins. Ja. Das fand ich auch speziell am Anfang, wo ich die ersten Diskussionen auf Twitter geführt habe, dass ich oft angebracht habe, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie so ein blankes Studiendesign nachher die einzelnen Individualitäten von den Patienten überhaupt adäquat berücksichtigen kann, ja. Ohne dass nachher sozusagen, also wie nachher ausgeschlossen wird, dass ich vielleicht einfach das falsche Mittel gegeben habe und deswegen nichts passiert ist. Ne? Mhm. Das habe ich in der Praxis, dass ich 5 Fälle habe und einer läuft nicht. Und dann gebe ich ja nie, ich gehe ja dann selber auch nicht hin und sage, oh, die Homöopathie ist schlecht, ich muss doch noch was Neues studieren, ne, weil es bei 4 Leuten hat es ja funktioniert, sondern ich frage selbstverständlich erstmal mich. Ne? Natürlich. Und das war natürlich, wo ich da mit Leuten diskutiert habe, die gar kein Homöopath waren, natürlich sehr schwierig, überhaupt mit denen zu diskutieren. Ich gesagt habe, also wenn da immer dasselbe Mittel gegeben wird, halte ich das sowieso nicht für eine homöopathische Studie, die haben höchstens ein Mittel getestet auf eine Krankheit hin, was mit Homöopathie gar nichts zu tun hat. Ja, also ich habe da lange gebraucht, mich überhaupt einzudenken in das. Ja. Wie soll man bei mehr als 2000 Mitteln immer gleich das Richtige finden? Ja, wenn ich Blutgerinnung, ich frage mich, nehme ich das alte Blutgerinnungsmittel oder das neue Blutgerinnungsmittel, dann habe ich vielleicht 2 zur Auswahl. Und da finde ich auch nicht immer gleich. Der eine verträgt das eine besser, der andere verträgt das andere besser. Da habe ich auch nur eine 50-50 Chance, das richtige Mittel zu wählen. Und wir haben eben sehr viel mehr Mittel zur Verfügung. Da ist natürlich die Fehlerquote auch erstmal nicht so gut. Aber es muss ja nur ähnlich sein. Genau. Ja. Manchmal gibt es ja für einen Patienten mehrere ähnliche Mittel. Und selbst wenn es vielleicht nicht das absolut Optimalste ist, was man sich vorstellen kann, hat man trotzdem vielleicht schon geholfen. Ja. Und manchmal ist es ja auch das Gespräch. Ja, aber das, klar haben wir auch einen Placebo-Effekt. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, was wir im letzten wissenschaftlichen Arbeitskreis mal angegangen sind, einfach mal über Placebo-Forschung zu sprechen. Ja. Und dieser Placebo-Effekt ist ja größer als alle denken. Man hat immer gedacht, das ist so eine Nullkontrolle. So etwas, alles was darüber hinausgeht, ist die Wirkung. Ja. Weil diese Placebo-Wirkung ist so groß, dass der Unterschied zur wirklichen Wirkung einer Behandlung oft nur minimal ist. Ja, da hat man so viel Placebo und so viel bisschen ist nur spezifische Wirkung. Aber ehrlich gesagt, das kann man uns ja nicht vorwerfen. Dieses Benefit, was im Prinzip jeder Behandler hat, das kann sich jeder Mediziner zunutze machen. Ja, das ist genau. Ein
Negatives. Das haben wir einfach zusätzlich. Ja. Und das ist uns auch allen gemeinsam. Ja? Ja. Da können wir alle wieder arbeiten. Ja. Seit ich gelesen habe, dass der Placebo-Effekt auch funktioniert, wenn der Patient bewusst weiß, dass er ein Placebo einnimmt, benutze ich das auch aktiv in der Praxis noch mehr als vorher. Ich habe früher viel versucht, durch so ein bisschen geschickte Gesprächsführung, dass die Leute positiv eingestellt sind zu ihrer Krankheit. Mhm. Heute mache ich das eigentlich mit der Brechstange. Also, nein, ein bisschen zarter ist es schon, aber ganz direkt, dass ich sage, schauen Sie, es gibt den Placebo- und den Nocebo-Effekt. Da male ich dann manchmal auch für die Leute, die so ein bisschen visueller das brauchen. Und dann sage ich, schauen Sie, unabhängig davon, die Arznei hat jetzt schon gewirkt, es gibt die und die Verbesserung. Mhm. Wenn wir uns jetzt konzentrieren auf die Sachen, die beispielsweise schon besser sind, ist meine Erfahrung, dass der Fall einfach schneller besser wird. Mhm. Und ich benutze diesen Effekt wirklich auch ganz, ganz bewusst, sodass die Leute auch Angst oder Abneigung gegen dieses Thema verlieren, sondern verstehen, dass das einfach Teil meiner Selbstheilungskraft ist. Sehr großartig. Ja. Nee, das ist wirklich was Schönes und ich finde es nicht angemessen, das den Homöopathen vorzuwerfen. Es wäre ja nur Placebo. Erstens ist es das nicht, dazu haben wir ja die Studien, die zeigen, dass die echten Globuli dem Placebo überlegen sind. Mhm. Hätten wir gerne mehr davon, okay, aber wir haben einige Studien, die das zeigen. Und und das, was das Placebo noch zusätzlich macht, können wir ja nur dankbar annehmen. Ja, genau. Da freuen sich ja alle. Das fand ich auch etwas Spezielles. Ich weiß nicht, wie du es erlebst in der Wissenschaft, aber oft der Diskussion mit den anderen Wissenschaftlern, da jetzt nicht nur in Twitter, nachher auch woanders, hatte ich auch oft das Gefühl, dass die dann gar nicht mehr auch interessiert sind an dem Persönlichen. Oder? Mhm. Weil jede Verbesserung, auch jede Verbesserungen innerhalb von den Studien waren dann halt so Einzelschicksale oder Einzelnachweise, wo ich immer denke, ja, aber habt ihr mit den Leuten nicht mal auch Kontakt? Also allein schon, wer jetzt zum Homöopathen geht, hat ja ein ganz anderes Erlebnis als bei einem Arzt. Okay. Und allein, dass das nicht eher auf der Ärzteseite vielleicht auch manchmal so die Lust bekommt, auch so frei arbeiten zu dürfen, einfach zu sagen, ich nehme mir mal eine Stunde Zeit jetzt für meinen Patienten. Ja, die sagen dann einfach, es zahlt sich nicht aus, das kann ich mir nicht leisten, Patienten so zu behandeln. Aber wir leisten uns das ja auch. Wir kriegen ja auch nicht viel für unsere Und das, wir sind ja eigentlich schlecht bezahlte Therapie. Ja, korrekt, ja. Und das ist eben auch was, wo ich finde, wo ganz viel gearbeitet werden muss. Dass erstens, das von den Krankenkassen wirklich viel, viel besser übernommen wird. Heutzutage muss der Patient zusatzversichert sein. Manche Zusatzversicherungen übernehmen es, manche nicht. Manche übernehmen einen Teil. Es muss einfach eine akzeptierte Methode sein, die vollständig erstattet wird, sodass sich das auch wirklich jeder leisten kann. Ja. Das sind wir natürlich in der. Dass es sich nicht jeder leisten kann und dass wir trotzdem schlecht bezahlt sind. Da gäbe es noch sehr viel Verbesserungspotenzial. Und da sind wir natürlich in der Schweiz. Können wir da eben auch was erreichen. Absolut, ja. Da sind wir in der Schweiz natürlich in einer glücklichen Lage mit dem Versicherungssystem, dass die Homöopathie ja hier eine Grundversicherung ist. Also auch von allen Ärzten, die Homöopathie verschreiben, ist es immer anerkannt, oder jetzt sind wir keine Ärzte, so profitieren wir weiterhin wie ihr von den Zusatzversicherungen, aber grundsätzlich hat die Homöopathie natürlich dadurch einen ganz anderen Stellenwert in der Schweiz und eine ganz andere Akzeptanz. Da seid ihr wirklich einzigartig aufgestellt. Ja. Direkte Demokratie. Ja, hat auch viele Vorteile. Genau. Super. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Ja, gerne. Oder hast du noch was hinzuzufügen? Ach du, wir können noch stundenlang reden, aber ich denke, das Wichtigste haben wir rübergebracht. Super. Also wer die Ausbildung in Gauting genießen möchte, der kommt eben auch in den Genuss, mal einen Einblick in die Wissenschaft zu bekommen. Ja. Und das ist uns einfach wichtig, dass die Leute, die sich da vielleicht für interessieren, da eben auch einen guten Startpunkt haben. Ja. Also ich danke dir sehr für das Initiieren dieser Interviewreihe. Es hat mich sehr, sehr gefreut, all die tollen Menschen kennenzulernen und ich hatte sehr viel Spaß darauf, mit euch zu reden. Und ich bin sicher, ich habe mit einigen auch nicht das letzte Mal gesprochen. Ich kann sagen, ohne dass es als meisten berührt,
Es war so schön, mit ihr zu reden. Sie hat mich auch so stark erinnert an meine Homöopathin aus Berlin, die mich eigentlich auf den Weg gebracht hat. Die haben so einen ähnlichen Flair und die Art, wie sie reden und so. Da war ich gerade wieder 12 und habe meiner Homöopathin im Praktikum zugehört. Das war so schön. Da hatte ich auch ganz viele so Rückerinnerungen, als ich bei ihr dann in der kleinen Ausbildung in Berlin saß. Also ganz eine tolle Dame, die da so hinten dran mit ihrem Herz eigentlich ist, und das ist ja etwas, wenn wir uns mit Energie, Quanten und all den Sachen beschäftigen, ne? Wenn da so viele Leute mit so viel Begeisterung und Liebe dran sind, dann sind das eben auch einfach Projekte, die wir nicht sterben lassen dürfen, sondern unterstützen dürfen. Deshalb freut es mich wirklich besonders, dass nicht nur so viele tolle Dozenten bei euch sind. Ich habe ja nicht alle kennengelernt, sonst sind wir bis im Februar noch dran, aber die, die ich kennengelernt habe, war wirklich ganz toll, und vielen Dank auch an dich, dass du das initiiert hast. Und wir bleiben in Kontakt. Danke, Marvin, auch von meiner Seite an dich, dass du das mit uns gemacht hast. Und das darf ich sicher auch im Namen der anderen Dozenten sagen. Wir waren alle ganz begeistert von diesem Podcast. Hat uns allen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schön. Ich danke auch allen Zuhörern und Zuschauern und hoffe, es geht euch gut. Ihr habt die Interviewreihe genauso genossen wie ich. Und ich wünsche allen einen ganz schönen Abend. Bleibt gesund und bis bald. Ciao. Tschüss.